Den Jürgen Samuel habe ich kennengelernt. Da muss ich jetzt etwas überlegen, das geht weit zurück. Zweite Hälfte der 90er Jahre, würde ich sagen. Ich glaube, das darf ich sagen. Wir waren gemeinsam bei Siemens und haben uns dort in einem Großprojekt kennengelernt, bei einem bayerischen Kunden. Das darf ich noch sagen. Den Kundennamen glaube ich nicht mehr, auch wenn es schon mehr als 20 Jahre inzwischen her ist. Und ja, da habe ich Jürgen kennengelernt. Wir haben gemeinsam in einem Projekt zusammengearbeitet, haben hinterher den Kontakt gehalten, haben uns immer wieder getroffen. Der Jürgen hat mich zu Oracle geholt, wofür ich ihm heute noch dankbar bin, weil das meinen beruflichen Weg einfach beeinflusst hat. Und seitdem haben wir regelmäßig und kontinuierlich zusammengearbeitet über die letzten 20 Jahre. Also, kenne Jürgen lange. Was spannend war, wir haben immer versucht, die beste Lösung zu finden in dem Spannungsfeld zwischen für den Kunden die beste Lösung, für das Unternehmen die beste Lösung und für die Mitarbeiter die beste Lösung. Ja, das war das Thema, was uns gemeinsam immer beschäftigt hat. Und Jürgen und ich, wir waren in unserem Projekt nie so unterwegs, dass wir nur auf den Kunden geguckt haben oder dass wir nur auf unsere Mitarbeiter geguckt haben oder nur auf das finanzielle Ergebnis. Das ist auch bis heute noch meine Überzeugung, die drei Parameter mussten zusammenspielen und funktionieren. Ja, was meine Rolle bei Arndt angeht, kann man zwei Dinge sagen. Zunächst mal hat so eine Firma ja immer eine Phase, in der sie langsam geistig entsteht, wo sich Menschen zusammensetzen und versuchen, ein Konzept zu erarbeiten, die Zielrichtung so eines Unternehmens zu bearbeiten. Und da durfte ich maßgeblich dabei sein und sehe mich so etwas auch als ja, Mitgeburtshelfer dieses kleinen Unternehmens, Bebis. Und was jetzt die nächsten Monate und Quartale angeht, geht es einfach darum, einfach Impulse zu geben, Feedback-Partner zu sein, Gesprächspartner zu sein, über neue Technologien zu sprechen, auf die wir an Hochschulen natürlich auch in etwas anderer Weise Zugriff haben. Und da kommt mir meine Rolle als Hochschullehrer einfach zugute. Und in dieser Rolle will ich Arndt unterstützen. Und ich denke, das wird gut funktionieren mit uns und dem kleinen Baby. Also was das Risikoprofil angeht, so bin ich erstmal kein Draufgänger. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich hau da mal so und so viel Geld rein und zum Schluss funktioniert es oder funktioniert es nicht und was fort ist es fort, wie die Kölner sagen, sondern ich gehe ein kalkuliertes Risiko ein. Ich glaube, meine Mitinitiatoren würden sagen, der Dieter ist eher ein risikoaverser Typ, der ist eher auf der vorsichtigen Seite. Wenn wir also diskutieren, wie wir bestimmte Dinge machen, werde ich wahrscheinlich eher als derjenige wahrgenommen, der ab und zu sagt, habt ihr auch an jenes gedacht und hier könnte es vielleicht schief gehen. Ja. Aber es ist eine spannende Erfahrung. Die typischen ANT-Schlagwörter zerfallen in zwei Gruppen. Also das eine ist Vertrauen, Partnerschaft, Kooperation. Das ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, intern, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten wollen. Das zweite sind natürlich aber ein technisches Herz. Die linke Herzkammer ist Kooperation, die rechte Herzkammer ist Technologie, ist Businesslösungen zu Kunden zu bringen, sodass die Kunden schneller werden, sodass die Kunden mit dem Begriff Digitalisierung was anfangen können und wissen, was sie tun können, wenn es um Digitalisierung geht. Ich sage immer, es gibt einen Maschinenraum von Digitalisierung, der spielt sich nicht auf den Folien ab und auf den Hochglanzpräsentationen und in den Publikationen, sondern das ist einfach schweißtreibende Arbeit, wo du programmieren musst, testen musst, es funktioniert nicht, du musst es nochmal machen, du musst deine Fehler korrigieren. Und wir arbeiten auch im Maschinenraum. Ne? Maschinenraum ist für mich ein wichtiges Schlagwort. Wir wollen der Maschinenraum der Digitalisierung sozusagen sein mit dem Team, das wir in Rumänien aufbauen. Und mit dem, was wir natürlich in Deutschland aufbauen werden. Ein persönlicher Wunsch für ANT ist, dass wenn ich in 5 Jahren wieder vor dieser Kamera stehe, dass ich über eine Firma spreche, die eine gewisse Größe hat, die eine Anzahl erfolgreicher Kunden hat und wo das Team der Initiatoren, die das angeschoben haben, auch hier stehen oder im nächsten Raum und wir gemeinsam genauso viel Enthusiasmus haben, die nächsten 5 Jahre zu treiben. Es wird eine lange Geschichte werden.